Mein Name ist Luca Kivric, ich bin 24 Jahre alt und ich bin hier bei Hanafsan Digital Sales Manager. Ihr von Hanafsan stellt Hanflebensmittel und CBD-Produkte her und kümmert euch dieses Jahr um eine richtige Studie. Um was geht es denn da und wie wird das ablaufen? Forschung und Wissenschaft sind bei Hanafsan eigentlich sehr, sehr wichtige Bestandteile für die Zukunft. Und darum haben wir uns eigentlich jetzt im Jahr 2021 dafür entschieden, diese Studie zum Starter. Wieso machen wir das Ganze? Wir haben mittlerweile nicht nur eine Laufkundschaft, sondern mittlerweile auch sehr, sehr große und viele Partner, vor allem, wir nennen sie Ambassador, die eigentlich hauptsächlich im Profisport tätig sind. Und wir wetten dann einfach gerne die Sicherheitsgier, dass sie bei ihrer Tätigkeit natürlich bei jeglichen Kontrollen sicher sind, wenn sie unsere Produkte konsumieren. Was auch sicher sind, man muss ganz kurz verstehen, in allen Hanfprodukten gibt es einen gewissen Anteil an THC, der Wirkstoff eigentlich psychoaktiv ist von der Hanfpflanze. Damit werden wir einfach ganz, ganz sicher sein, dass wenn Sie sagen, Sie konsumieren 3-4 Mal Protein pro Tag, dass da nichts rauskommen kann. In die Theorie beweist ganz klar, dass das nicht sie kann. Also die rechnerische Theorie ist weit weg von diesen Grenzwerten. Und bei uns geht es einfach ganz klar nur noch mal darum, da einfach wirklich klare Sicherheit zu schaffen. Weil wir haben schon gemerkt, es gibt sehr, sehr große Wissenslücken, vor allem im Bereich Hanf, Lebensmittel und CBD. Wir haben zum Beispiel vor einiger Zeit Kontakt mit einer Kölner Listik hier. Das ist die Agentur oder die Organisation, wo eigentlich in Deutschland Profisportler auf Dopingsubstanzen testet. Und da war das Verständnis für unsere Anfrage nicht ganz groß, weil wir wollten unbedingt unsere Produkte auf die Kölner Liste einschreiben. Und die einzige Antwort, was wir kriegt dann im Endeffekt war, funktioniert leider nicht, weil eigentlich alles, was mit Hanf zum Tun hat, gehört eigentlich eh nicht zum Sport. Und darum versuchen wir jetzt vermehrt auf Aufklärung zu setzen, nicht nur bei der Bevölkerung, sondern im Wesentlichen für alle. In den letzten paar Jahren gibt es einen regelrechten Trend zu Hanflebensmitteln und Hanfprodukten, ob das jetzt ein Proteinpulver ist oder Hanfdinkelnudeln. Was denkst du, könnte da der Grund dafür sein? Also viele verzehren eigentlich pro Tag sehr, sehr viele gesättigte, meist tierische Fettsäuren, die natürlich bei erhöhtem Konsum zu ganz hohem Cholesterinspiegel, verstopften Arterien und bis zu Entzündungen führen können. Und auf der anderen Seite gibt es ja aber die essentiell ungesättigten Fettsäuren, die gesunden Fettsäuren, und die sind natürlich reichlich in diesen Hanfsamen vorhanden. Mit einem Anteil von ungefähr 80-90% hat Hanfsamen da wirklich sehr, 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 sehr viele dieser Fettsäuren und ist im Pflanzenbereich da wirklich im Spitzenbereich. Das gilt natürlich im Endeffekt dann für alle anderen Hanfprodukte, Hanflebensmittel, die natürlich diesen Hanfsamen als Basis haben. Und darum hat sich aber das Ganze nicht nur absolut gerechtfertigt zum Superfood entwickelt, sondern bietet natürlich auch für die Zukunft viele, viele Vorteile. Ihr sucht für die Studie ohne Vorarlberger Teilnehmer. Wo könnte man sich denn da melden, wenn man Interesse hat? Und welche Voraussetzungen müsste man da erfüllen? Voraussetzungen in dem Sinne, natürlich wäre es super, wenn man gleich sportlich ist, einfach wenn sich der Körper ein bisschen bewegt, einfach damit die Ergebnisse ähnlich sind werden wie unsere Sportler im Endeffekt. Wichtig natürlich, dass man in dieser Zeit eben die ganzen Regeln befolgt, was wir einem mitgeben. Da geht es quasi um Dosierungen, Anwendungsbereiche, da geht es um einfach so einen kleinen Zeitplan. Das alles wird dann ja im Endeffekt durch zertifizierte Urintests geprüft, die natürlich zur sicherheitshalber doppelt bestätigt werden. Und uns geht es einfach darum, dass man sich bei uns meldet, wenn man da Lust hat, um da mitmachen. Wir werden mit den Ergebnissen ganz klar einfach unsere rechnerische Theorie bestätigen. Und die sagt ganz klar, dass unsere Produkte nicht nur sehr hochwertig sind, sondern natürlich auch absolut sicher. Da gibt es ja auch die CBD-Produkte. Die gibt es ja mittlerweile vielerorts. Die kann man zum Beispiel auch in Lebensmittelgeschäften kaufen. Oder in der Apotheke, teilweise sogar in Drogerien. Was sagst du denn da zu dem Thema? Das Thema CBD ist natürlich das Thema schlechthin im Endeffekt bei uns und auch in anderen Nationen. Um sich ganz kurz ein Image des Wirkstoffs machen zu können, denn Wirkstoff CBD gibt es eigentlich erst seit 80 Jahren, beziehungsweise es gibt ihn schon länger, ungefähr vor 80 Jahren hat man den erstens entdeckt. Seither hat die Forschungsarbeit unglaubliche Leistungen
erbracht, hat da wirklich sehr, sehr gute und sehr, sehr viele Ergebnisse rausgebracht und natürlich auch das Image von CBD dadurch gestärkt. Wenn wir jetzt Nationen wie Israel, USA, Australien anschauen, dort setzen sehr, sehr viele Spitzensportler und einfach allgemein gesundheitsbewusste Menschen auf CBD-Produkte, einfach im allgemeinen Bereich der Regeneration. Und auch da in der Bodenseeregion kriegen wir schon mit, dass die Leute suchen einfach sind einfach auf der Suche nach einem natürlichen Wirkstoff, der einfach unterstützend wirkt. Und das ist für uns nicht nur der nachhaltige Weg, sondern definitiv auch der richtige Weg. Ganz interessant, wir machen seit einigen Monaten eine Kooperation mit dem Vorarlberger Tierschutzheim. Wir haben CBD-Öl entwickelt mit Tierärzten für Tiere speziell und das Feedback ist phänomenal. Die Kooperation verläuft natürlich auch super. Herzlichen Dank ins Vorarlberger Tierschutzheim, aber wirklich das Feedback unglaublich gut und das bekräftigt uns natürlich sehr in unserer Arbeit. Wie am Anfang angesprochen, es gibt sehr, sehr viele Produkte, sehr, sehr viele Marken noch mittlerweile und da ist natürlich auch klassisch auch die Gefahr. Es gibt sehr, sehr viele Produkte, die einfach qualitätsmäßig sehr zu hinterfragen sind. Es gibt natürlich auch Produkte, die mittlerweile importiert werden aus Asien, aus anderen Kontinenten und das ist so nicht die Sinn der Sache eigentlich und darum haben wir von Hanf Sand gesagt, wir sind ein Vorarlberger Unternehmen, wir haben unser Labor da und wir werden in Zukunft weiterhin da produzieren, denn nur so können wir eigentlich wirklich die Qualität unseren Kunden quasi